Alles klar, Mann. Sie wissen ja, wie das ist, Bruder. Und nur leichtes Nervenflattern, sonst nichts. Mal sehen, ob ich das richtig verstehe. Sie kommen aus dem Gefängnis, finden Ihr Leben zum Kotzen. Sie beschließen, Ihrem alten Kumpel Earl einen kleinen Besuch abzustatten. Sie geraten sich in die Haare, es kommt zum Schusswechsel. Gerade noch rechtzeitig erscheint die Polizei und erwischt Hank, wie er mit Ihnen in seinem Wagen abhauen will, wobei er Sie offensichtlich mit seiner Waffe bedroht. Absolut irre. Sie haben einen Durchblick, der genial ist. Hey, warte doch mal, das ist doch Wahnsinn. Ich wollte mich niemals rechnen. Halten Sie die Klappe! Seien Sie still, mich nerven Ihre verdammten Lügen. Ich habe eine Unterlassungsverfügung, die Ihnen untersagt, sich diesem Mann auf 30 Meter zu nähern. Folglich ist es mir scheißegal, was Sie zu sagen haben. Alles, was ich von Ihnen brauche, ist eine Bestätigung. Dann fliegt er wieder ins Gefängnis. Schon morgen. Nichts würde mich glücklicher machen, als diesen Typen wieder reinwandern zu sehen. Gut. Wegen der Todesangst und dem Trauma. Einmal hat er seinen Prügel genommen und in der Hand rumgedreht. Ja, der Griff hat so nach vorne gezeigt. Hier, Bom, genau da. Seht ihr diese aufgeplatzte Stelle hier? Na jedenfalls, weil also wegen dem kann ich auf einmal keine so richtige logische, Sie wissen schon, logische zusammenhängende Sätze. Ich rede nur noch Scheiße. Beschissene! Ich bitte um Verzeihung. Mein Arzt hat gesagt, dass ich irgendwie von hier bis da oben nicht genug Sauerstoff kriege. Ich soll pumpen und atmen und so wie diese Turnschuhe. Durchgeknallte Übung, aber naja, jedenfalls, nichts würde mich glücklicher machen, als den wieder reinwandern zu sehen. Mann, jetzt reicht's langsam! Er fängt schon wieder an! Halten Sie die Klappe, das ist mein Ernst! Sehen Sie, diese Gewalttätigkeit! Ich weiß, ich bin ein... Ich will versuchen, mich zu beruhigen. Bedauerlicherweise...